Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel zu einem neuen Video. Und es gibt wieder weiter neuen Content. Und zwar geht es ja hier indirekt schon mit der Fatburner-Reihe weiter mit der Kombination, wie arbeite ich gut, wenn ich im Prinzip meine maximale Lipolyse haben möchte, also die maximale Fettverbrennung, die maximale Fettoxidation im Körper. Wie mache ich das Ganze jetzt optimalerweise? Und da dachte ich mir, ich steige mal mit den Stacks so ein, dass wir damit anfangen, erstmal den Trainingszeitpunkt auszuloten, denn es gibt ja von euch unterschiedliche Tagesabläufe. Ihr habt manchmal vielleicht ein Schichtsystem, manchmal seid ihr wie ich selbstständig und könnt euch das frei einteilen, wenn ihr zum Training geht. Andere haben einen normalen 9-to-5-Job, gehen dann meistens nachmittags trainieren, am Wochenende vielleicht mal vormittags, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Strukturen und da muss man erstmal gucken, wie macht man das Ganze jetzt am besten mit den verschiedenen Fettburnern und auch, das ist nämlich auch ganz wichtig noch, synergetisch gesehen mit den ganzen Supplements rund ums Training. Dazu ist eine Sache enorm wichtig und zwar genug Flüssigkeit. Das gilt allerdings immer. Das heißt, wenn ihr morgens aufwacht, haben wir erstmal die meisten Fettburner, die mit Stimulantien sind, werden ja morgens nüchtern eingenommen, um dementsprechend wie ein ECA-Stack zum Beispiel vor dem nüchternen Cardio den maximalen Effekt zu haben. Das haben wir alles schon besprochen hier in der Fettburner-Reihe. Da ist es allerdings extrem wichtig, weil gerade solche Sachen wie Yohimbin, ECA, euer Appetit, aber auch euer Durstgefühl unterdrücken, dass ihr halt genug trinkt, um dementsprechend die Zellen zu hydrieren, den Körper mit genügend Flüssigkeit zu versorgen und eure Nieren eben nicht zu roasten. Da kommen wir auch schon zum ersten. Morgenroutine, immer wichtig, Kidney Plus, 3 Stück nehme ich jeden Morgen ein, ist immer wichtig, egal mit welchen Fettburnern ihr das Ganze kombinieren wollt, egal was ihr da machen wollt, es ist immer wichtig, die Nieren zu schonen, deswegen Kidney Plus, das Mittel der Wahl mit dem Hauptwirkstoff Astragalus, was einfach dafür sorgt, dass eure Niere besser arbeiten kann, entlastet wird und dementsprechend auch Schadstoffe besser filtern kann. Das solltet ihr morgens nüchtern immer verwenden, ist extrem wichtig. Ist leicht harntreibend, deswegen immer gut, wenn man es morgens gleich nimmt und nicht vorm Schlafen gehen. Bei mir kommt immer noch zusätzlich dazu 1 Gramm Vitamin C. Das sorgt dafür, dass der Cortisolspiegel morgens ein bisschen runtergeht, wirkt leicht diuretisch und ist einfach auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Das Ganze jetzt mit Wasser natürlich runterspülen. Was kommt ins Wasser noch rein? Glutamin tatsächlich, 10 Gramm, wird besser aufgenommen vom Körper, wenn ihr nüchtern seid, denn das Glutamin kann somit den Magen besser passieren und wird im Dünndarm dann besser aufgenommen, legt sich auf die Darmschleimhaut und ernährt die Darmbakterien, sorgt eben dafür, dass euer Immunsystem besser arbeitet, sorgt dafür, dass generell Nährstoffe besser verwertet werden können und somit habt ihr natürlich einen riesen Vorteil, wenn ihr morgens nüchtern gleich die erste Portion schon einnehmt. Jetzt haben wir schon mal eine ganz gute Basis an Supplements. Was kann ich denn jetzt morgens an Stimulantien machen und mit was kann ich das Ganze kombinieren? Grundsätzlich erstmal für alle, die von euch HGH konsumieren. Wir haben HGH hier nicht extra thematisiert im Video, werde ich aber nochmal machen, da ich jetzt von einigen weiblichen Followern angehalten wurde, aufgrund der nicht vermännlichenden Wirkung, aber doch vielen Vorteile von HGH, darüber mal ein Video zu machen, wie man das zum Beispiel machen kann bei Frauen oder wie man das auch machen kann bei Männern natürlich auch, die dementsprechend jetzt nicht die Riesenmengen an anabolen Steroiden fahren wollen, aus gesundheitlichen Gründen beispielsweise oder weil es halt Hobbyathleten sind, aber halt Anti-Aging betreiben wollen, da ist natürlich HGH sehr interessant. Was macht HGH denn generell? Wir schneiden das hier nur kurz an, wie gesagt, gibt es ein separates Video demnächst noch. Steigert die Lipolyse, das heißt, das menschliche Wachstumshormon steigert die Lipolyse und sorgt natürlich dann dafür, dass im Prinzip, wenn ihr nüchtern seid, natürlich eben nicht das Fett verbrannt wird, was ihr zu euch nehmt, sondern das Fett verbrannt wird, was in den Körperfettzellen gespeichert ist sozusagen. Das heißt, wenn generell der Prozess der Fettverbrennung angeregt wird, und das ist die Lipolyse, für alle, die das nicht wissen, ich benutze den Begriff Lipolyse hier immer, also Lipolyse bedeutet, Lipo ist Fett und Lyse bedeutet lösen, das heißt, Fett wird herausgelöst zur Energiegewinnung, in dem Fall morgens vorm nüchternen Cardio natürlich extrem wichtig. Hier ist jetzt natürlich noch der erhöhte Blutzuckerspiegel zu nennen. Durch HGH wird der Blutzuckerspiegel leicht angehoben. Dazu kann man natürlich auch wieder mit einem Supplement kombinationsweise arbeiten. Und dafür haben wir ja extra das Invictus GDA. Das heißt, ein Glucose Disposal Agent, der dafür sorgt, dass die Kohlenhydrate besser verwertet werden und damit sinkt infolgedessen natürlich der Blutzuckerspiegel, was dafür sorgt, dass die Lipolyse noch weiter angeregt wird. Das ist also eine absolute Gamechanger-Kombination. Jetzt werde ich natürlich auch oft gefragt, ob jetzt solche Sachen wie zum Beispiel Glutamin, natürlich als Aminosäure gesehen, irgendeinen Einfluss noch darauf hat, auf das HGH oder ob man das zusammennehmen kann. An dieser Stelle sei mal gesagt, grundsätzlich gilt bei HGH und diesen ganzen Sachen immer drin ist drin. Das heißt, wenn ihr jetzt HGH benutzt
Und früher war das bei den Oldschoolern so, dass es dann hieß, ja, wenn ich Insulin mit dazu nehme, dann mache ich die Wirkung vom HGH kaputt. Das ist natürlich absoluter Nonsens. Also das sind zwei im Körper völlig unabhängig voneinander passierende Prozesse, denn HGH regt ja die Lipolyse an, trotz eines hohen Blutzuckerspiegels. Das heißt, es passiert völlig unabhängig davon, ob der Blutzuckerspiegel erhöht ist, eine Fettverbrennung im Körper. Trotzdem ist es schlau, den Blutzuckerspiegel zu drücken, um weitere Prozesse einzuleiten. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass da immer mehrere Dinge parallel laufen sozusagen, um ein optimales Ergebnis zu bekommen. Deswegen sind wir ja hier auch gerade in der Kombination der Supplements und in der optimalen Herangehensweise, was das Timing angeht, gerade dabei, das Video deswegen genau zu machen. Und generell gilt immer, dass diese Sachen gar nicht so krass intensiv zu sehen sind, wie sie ursprünglich mal von den Oldschoolern gesehen wurden. Jetzt habe ich mein HGH im System, ich habe meine Supplements im System. Was kann ich denn jetzt noch generell vor dem nüchternen Cardio machen? Ich kann jetzt mit einem Stimulans arbeiten. Das heißt, ich kann mit Koffein arbeiten. Wir haben das Video über Koffein gehabt. Das hatte leider die schlechtesten Klicks, bin ich aber auch schon von ausgegangen, weil Koffein einfach am wenigsten interessant ist von diesen ganzen Fatburnern im Vergleich jetzt zu DNP oder Clenbuterol natürlich deutlich weniger. Aufsehenerregend, sage ich mal, weil Koffein kriegt man überall, das ist in jedem Energy verbaut, das ist in jedem Kaffee drin. Ist aber dennoch ein gutes Stimulant, was man auf jeden Fall benutzen kann, was man dazu stacken kann. Es gibt ja auch diese Abkürzung aus den USA, da gehen wir dann später nochmal drauf ein, wo auch Koffein meistens mit drin vorkommt. Wir haben ja auch im ECA-Stack beispielsweise auch eine Koffeinkomponente nochmal mit drin. Und das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Stimulant, was man benutzen kann, um halt einfach die Herzfrequenz zu pushen, um damit den Verbrauch zu erhöhen und damit natürlich auch den Wachheitsgrad zu erhöhen. Denn in der Regel ist es so, dass wenn man jetzt Cardio müde macht, dass man dann doch ein bisschen langsamer fährt, als wenn man ein bisschen hyped ist und ein kleines Stimulans drin hat. Ich persönlich mag den Effekt ganz gerne. Allerdings muss euch auch immer im Klaren sein, dass je mehr Stimulanz ihr benutzt, desto mehr belastet ihr auch eure Organe, wie zum Beispiel die Nebenniere, gerade wenn es in Richtung Ephedrin geht. In diesem Video ist es mir besonders wichtig, dass wir jetzt gar nicht, also ich möchte euch jetzt nicht aufschreiben, macht das und das zusammen, damit das Ganze funktioniert, sondern es geht hier darum zu verstehen, welche Prozesse oder welche Klassifizierungen von anderen Stoffen oder unterschiedlichen Stoffen machen Sinn, miteinander zu wirken im Körper, die man dann eben zusammen verwenden kann, um ein optimales Ergebnis zu haben. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Komponente HGH, wir haben die Komponente Blutzucker abgefrühstückt und wir haben jetzt die Gruppe der Stimulantien. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt Koffein zu benutzen. Wir haben auch die Möglichkeit, ein zweites Stimulant noch dazu zu stacken, wenn wir Koffein schon im System haben. Das wäre jetzt hier beispielsweise Ephedrin. Das heißt, ich benutze jetzt einen ECA-Stack, das Aspirin da drin, könnt ihr gerne das ECA-Stack-Video dazu nochmal gucken. Ist ja jetzt natürlich ja, jetzt nicht so sinnvoll, denn ich habe auch ein Supplement noch mitgebracht, was ich tatsächlich gar nicht so sinnvoll finde, vor dem Cardio zum Beispiel jetzt einzunehmen oder auch vor dem Training einzunehmen, und das ist die Natokinase. Natokinase ist ein super wichtiges Supplement, um generell Blutdruck zu regulieren, weil es halt einfach das Blut verdünnt. Ist aber nicht unbedingt immer der schlauste Approach vom Training zu nehmen. Ich würde sowas immer eher abends verwenden. Man kann sich das natürlich morgens trotzdem reinpfeifen. So einen großen Effekt hat man davon nicht. Ist es aber, wenn man sowieso schon dabei ist, alles zu optimieren, schlau davon, diese Supplements abends zu nehmen. Aspirin, Natokinase, einfach um die Blutverdünnung im Schlaf anzuregen. Mit einem dünneren Blut habt ihr in der Regel auch einen etwas niedrigeren Blutdruck und damit einen besseren Schlaf. Das heißt, hier wäre das Mittel der Wahl, Koffein zu kombinieren mit Ephedrin, mit reinem Ephedrin, am besten im Kaniephedrin. Aus der Tierarztpraxis, das ist natürlich eine schlaue Kombination, die auch zusammen sehr gut wirkt und auch in ihren Synergieeffekt hat. Ihr seid natürlich dadurch schon extrem stimuliert. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich nehme sowieso schon relativ viel Koffein zu mir aufgrund von Espresso, Energy und Cola, dann ist es natürlich auch sinnvoll zu sagen, ich nehme eben das Koffein nicht mit rein in diesen Stack, sondern pack da eben nur Ephedrin rein und kombiniere das Ganze dann eben mit meinem HGH und meinem Invictus GDA, um dann dementsprechend mit einem erhöhten Puls und einer erhöhten Lipolyse und einem niedrigen Blutzuckerspiegel ins Cardio-Training zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, das ist auch nicht übertrieben und das kann man sehr gut auch über lange Zeiträume machen. Man gewöhnt sich nur ans Ephedrin, das muss euch immer klar sein. Und je mehr ihr euch daran gewöhnt, desto höher muss die Dosis getapert werden. Oder ihr macht halt einfach ein Einnahmeschema und gönnt euch mal ein paar Tage Pause. Zu diesen Einnahmeschemen, da wird es ein extra Video geben, denn ihr habt auch die Möglichkeit, natürlich nicht nur Sachen zu stacken, sondern auch Sachen zu cyclen. Das heißt, ihr könnt verschiedene Stimulantien zu verschiedenen Tagen einsetzen und habt im Prinzip durch die andere Wirkweise die Möglichkeit, das Ganze so effizient für euch zu gestalten, dass ihr euch nie an einen Stoff gewöhnt und die ganze Zeit durch die Diät immer die perfekte Stimulation habt. Dazu gibt es aber nächste Woche noch ein Video. Das heißt, ich mache noch ein zweites Video zu den Stacks
Und da wird es dann darum gehen. Jetzt gibt es ja auch Leute, die keinen Bock auf Stimulantien haben, die sagen, nö, ich habe mein HGH drin, ich habe mein Invictus GDL genommen, ich habe vielleicht auch sogar mein Insulin genommen. Man hat ja auch noch die Möglichkeit, statt dem Invictus GDL wirklich mit härteren Sachen zu arbeiten, also mit Novorapid beispielsweise vorm Cardio, und zu sagen, ich mache ein reaktives Protokoll, das mache ich mit vielen Athleten auch. Das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel so und so hoch ist, dann arbeite ich mit so und so viel Insulin. Dazu braucht ihr natürlich ein Blutzuckermessgerät. Ich habe hier so ein kleines von Contour Next, das ist glaube ich die Firma, steht zumindest hier drauf. Das sind die Streifen, die es dazu gibt, und dann gibt es immer noch so ein kleines Gerät zum Sticksen. Das heißt, da ist so eine kleine Nadel drin, zack, die schnellt dann einmal raus, dann habt ihr den kleinen Bluttropfen auf dem Finger und könnt mit diesen drei Tools sozusagen dann euren Blutzuckerspiegel bestimmen. Das Schöne bei diesem Gerät ist, zeigt auch an, ob der Blutzuckerspiegel weiter fallend, steigend oder konstant ist im Moment jetzt gerade. Und daran kann man natürlich ablesen, ob man dann demnächst in den Unterzucker geraten wird oder eben nicht. Bei fallender Tendenz ist das sehr wahrscheinlich, bei einem stabilen ist das nicht der Fall und beim steigenden natürlich auch nicht. Aber ein steigender ist gar nicht so gut. Da kann man dann, wie gesagt, wieder hier mit gegenarbeiten oder mit Novorapid und dann ins Cardio-Training gehen. Dazu muss man seinen Körper aber kennen und dazu braucht man auch ein gutes Protokoll von einem Coach, der Ahnung davon hat. Und so haben das meine Athleten von mir beispielsweise auch. Zurück zum Thema, kein Bock auf Stimulantien. Also ich nehme jetzt kein Ephedrin, ich nehme kein Koffein mit in meinen Stack rein. Ich habe aber trotzdem das HGH im System und ich habe auch das Insulin im System. So, beziehungsweise das Invictus GDA. Also irgendwas, was den Blutzuckerspiegel und die Lipolyse halt nun mal anregt. Können auch Peptide sein, gibt es ja auch noch Möglichkeiten, was man da machen kann. Releasing Peptides beispielsweise, MK und sowas. Das sind alles Möglichkeiten. Die Videos könnt ihr gerne auf meinem Channel nochmal abchecken und euch die nochmal angucken. So schließt sich dann nämlich langsam der Kreis und man kann das Ganze miteinander kombinieren. Wenn ich jetzt keinen Bock darauf habe, dann kann ich natürlich auch mit etwas arbeiten, was mich nicht besonders stimuliert, zum Beispiel mit Kaderin. Wir haben Kaderin als extra Video hier auch auf dem Channel thematisiert. Die Rattenstudie, die es dazu gab mit dem erhöhten Krebsrisiko, die lassen wir jetzt mal beiseite, weil Rattenstudien, Ratten sind keine Menschen. Und eine Low-Dose Kaderin wird euch wahrscheinlich nicht sofort umbringen. Da gibt es ganz andere Sachen, die deutlich gefährlicher sind. So, aber wir wollen das Ganze ja auch nicht jahrelang fressen, sondern nur im Zeitraum von der Diät, 12, 16, 14 Wochen, keine Ahnung. Und in diesem Bereich, und wahrscheinlich nicht mal die komplette Zeit, könnt ihr natürlich damit auch risikolos arbeiten. Also 10 Milligramm Kaderin zusammen mit HGH und Insulin vor dem Cardio ist natürlich sehr potent, weil es zusätzlich nochmal den Fettstoffwechsel anschiebt. Ob jetzt die Körperfettverbrennung dadurch extrem angeregt wird, das steht auf einem ganz anderen Papier. Aber wir haben natürlich wirklich den Vorteil, dass wir eine hohe Energiegewinnung haben. Das heißt, der Körper hat eine hohe Bereitstellung an Energie, was dafür sorgt, dass natürlich das Cardiotraining ein bisschen leichter von der Hand geht. Die Beine sind nicht ganz so schwer und man kann direkt schon loslegen. Sowas kann natürlich auch ein Riesenvorteil sein, wenn man nüchtern ins Training geht morgens. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Tagesstrukturen von euch und der ein oder andere geht vielleicht auch nüchtern ins Training. Und der hat natürlich auch die Möglichkeit, von Kaderin zu profitieren. Das heißt, ein Kaderin zusammen mit einem HGH, dann in dem Fall wahrscheinlich eher ohne Insulin, es sei denn, man arbeitet an Intra-Workout mit Carbs, dann, das kann man in der Diät natürlich trotzdem machen, dann natürlich wieder mit Insulin bzw. mit GDA. Und dann ist das auf jeden Fall schon ein ordentlicher Gamechanger, der einem ordentlich Power bringt, auch im Krafttraining natürlich. Also ihr werdet den Effekt merken von Kaderin. Und neulich wurde ich auch in der Fragerunde gefragt, merkt man das sofort? Ja, das merkt man sofort. Das braucht nicht irgendwie lange Zeiträume, bis sich das im Körper aufbaut. Das geht relativ fix. So, 10 Milligramm, man kann jetzt noch eine zweite Dosis anfügen. Die Halbwertszeit ist aber relativ lang. Das heißt, man kann auch mit 20 Milligramm direkt arbeiten oder man nimmt die zweiten 10 Milligramm halt irgendwie noch vor dem Post-Workout-Cardio. Wenn man dann abends trainieren geht, kann man auch machen. Und so hat man dann einen relativ stimulanzfreien, guten Fatburner-Stack. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die so ein bisschen abseits der Stimulantien von Koffein und Ephedrin sind und auch aber trotzdem den Körper so ein bisschen pushen. Und zwar, wir haben noch das Clenbuterol und wir haben noch das Thioimbin. Die beiden Sachen sind natürlich so ein bisschen pushend. Also ich persönlich merke den Effekt davon. Ne? Also wenn ich mir jetzt Thioimbin reinziehe, bin ich schon so ein bisschen, also ich bin aufmerksamer auf jeden Fall. Ich merke, da passiert was auch in meinem Nervensystem und ich bin ein bisschen hyped. So. Bei Thioimbin, das kann man natürlich sehr gut mit Stimulantien kombinieren. Das ist auch in den meisten Fatburnern der Fall. Ihr habt dann immer Thioimbe-Extrakt oder Thioimbin-HCL oder Evodia-Extrakt oder sowas. Irgendein Pflanzenextrakt, was auf Thioimbin halt zurückzuführen ist, mit drin.
Und das sorgt dann meistens dafür in Kombination mit Koffein, dass ihr halt einfach wirklich diese Öffnung der Fettzellen habt und gleichzeitig durch den hohen Puls einfach eine hohe Verbrennung. Wenn man da jetzt natürlich auf Stimulanz verzichten möchte, dann kann man sich auch UMB natürlich einzeln kaufen, 5 bis 10 Milligramm, morgens nüchtern mit dem Stack, den ich gerade gesagt habe. Also ihr merkt schon, die Basis meines Fatburner-Stacks ist eigentlich immer HGH und Insulin oder Invictus GDA, weil das einfach am effektivsten und am nebenwirkungsärmsten ist auf lange Zeit. Wenn man natürlich weiß, was man tut, also Insulin steht auf einem anderen Papier, aber Invictus GDA kombiniert mit HGH ist auf jeden Fall das Beste, was ihr zur Fettverbrennung machen könnt, ohne große Nebenwirkungen davon zu haben, gerade im Low-Dose-Bereich absolut sinnvoll. So, wenn ihr das natürlich nicht habt, also ihr könnt alles das, was ich jetzt hier sage, was man miteinander stackt, natürlich dementsprechend auch ohne HGH machen und auch ohne Insulin machen. Ob ihr Invictus GDA jetzt zusätzlich noch benutzt, das könnt ihr natürlich selber überlegen in eurer Morgenroutine. Vielleicht da auch einfach mal nüchtern den Blutzucker messen. Kann auch manchmal am Stress liegen, dass ihr sehr viel Stress habt und deswegen morgens mit einem 98er Blutzucker aufwacht. Dann macht es natürlich trotzdem Sinn, mit dem Invictus GDA zu arbeiten, um das Ganze runterzudrücken und dann im Cardio halt einfach besser Fett zu verbrennen, unabhängig, ob ihr jetzt HGH nehmt oder eben nicht. Gerade hatten wir noch Clenbuterol genannt. Beim Clenbuterol ist es jetzt natürlich so, dass ich dazu gerne das Video gucken, wie das Einnahmeschema ist. Also ihr könnt ja anfangen mit 20, 40 Mikrogramm und push das Ganze dann hoch, 60, 80, 100. Beispielsweise je nachdem, wo euer Sweet Spot ist, was ihr halt gut vertragt, bevor es den hier gibt. Ne? Also und die Leute fragen, was ist denn mit euch los? Also da muss man sich so ein bisschen rantasten. Clenbuterol ist ja gar nicht meins. Das wissen die meisten hier auf meinem Channel auch schon durch diverse Podcasts. Das ist einfach nicht mein Ding, aber ihr könnt es natürlich benutzen. Es gibt genug Athleten, die damit sehr gut klarkommen. Es ist sehr stark, funktioniert extrem gut. Erhöht auch die Ausdauerleistung weiter, was es natürlich extrem auch in Verbindung mit Katerin macht. Ne? Also wenn ich jetzt Katerin beispielsweise mit Clenbuterol zusammen verwende, habe ich natürlich eine extrem erhöhte Ausdauerleistung durch mehr Fettsäurenoxidation und gleichzeitig eine Erweiterung der Bronchien, also eine wirklich extrem hohe Ausdauerleistung, die ich dann abrufen kann. Sollte ich so Einheiten haben von 60, 70 Minuten Cardio, die ich halt morgens nüchtern abreißen muss, ist das natürlich wirklich super. Low-Dose Clenbuterol, 40 Mikrogramm zusammen mit 10 Milligramm Katerin ist schon wirklich ein super Stack, um beim Ausdauertraining gut durchzuhalten und gleichzeitig eine erhöhte Fettverbrennung zu haben. Im Kleinen haben wir noch einen riesen Vorteil. Es kann die Blut-Hirn-Schranke nicht durchqueren. Also wer das nicht kennt, der kann das gerne mal nachgoogeln. Also es gibt Stoffe, die psychoaktiv sind, die halt durch die Blut-Hirn-Schranke durchgehen, wie zum Beispiel Ephedrin, was einfach dafür sorgt, dass ihr einen Fokus habt und auch über lange Zeit sehr stimuliert seid. Bei Koffein ist das auch so. Das heißt, ihr seid richtig bam, 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 richtig getriggert, so vom Kopf her. Das ist bei Clen nicht der Fall. Das heißt, ihr habt eine Erhöhung der Herzfrequenz, unabhängig davon, was mit eurem Nervensystem passiert. Das ist natürlich erstmal gut. Trotzdem ist das manchmal nicht so angenehm, wenn man jetzt natürlich Clen noch sehr spät abends nimmt und mal hat da so einen Puls und schwitzt und hat mehr Durchblutung, auch gerade so im Halsbereich sieht man das oft bei vielen Athleten, die so knallrot hier sind, die haben dann viel Clen genommen, dass man dann mit so einem hohen Puls dann ins Bett geht. Man kann dann zwar schlafen, aber der Schlaf ist meistens von der Qualität her so ein bisschen gut, aber trotzdem ist es natürlich erstmal was ihr abends trotzdem verwenden könnt, abseits von irgendwelchen Hardcore-Boostern mit Ephedrin drin, DMAA oder was auch immer. Das sollte man natürlich abends vorm Schlafengehen nicht nehmen, weil ihr dann eben diesen psychischen Wachheitsgrad so extrem erhöht und damit natürlich dann nicht gut schlafen könnt. Denn Schlaf ist das wichtigste Tool, was der Körper hat, um zu regenerieren. Neben Nahrung natürlich ist das einfach das, was durch nichts zu ersetzen ist. Deswegen müsst ihr da aufpassen, dass ihr euch nicht mit Stimulantien diesen ganzen Schlaf zerschießt und dann eben nicht mehr regeneriert. Denn alle Energie, die ihr auf Stimulantien habt, ist nur geliehen und die müsst ihr irgendwann wieder regenerieren. Das heißt, ihr könnt natürlich auch alle diese Sachen kombinieren. Ihr könnt euch morgens euer HGH schießen, ihr könnt dann Blutzucker messen, dann reaktiv Insulin dagegen schießen, dann feuert ihr noch Katerin rein, dann kommt Clenbuterol dazu und ein ECA-Stack plus einen doppelten Espresso. Das kann man alles machen, 10 Milligramm Joinbin rein und dann erstmal nüchtern Cardio. Das sind so Stacks, es gibt zum Beispiel auch dieses EYCCA und sowas, also E, also es steht dann für Joinbin. Das I, das steht dann für, also E für Ephedrin, dann das Y, das ist das Y, das steht für Joinbin. C, das erste C steht für Clenbuterol, das zweite C steht dann für Koffein und das A für Aspirin, also EYCCA. Das sind dann schon irgendwie 5 Komponenten, die man sich da reinfeuert. Da ist jetzt halt noch kein Katerin mit dabei. Das kann man auch noch oben drauf ballern, plus dann, das ist alles möglich. Ihr müsst natürlich nur gucken, ist das sinnvoll? Denn es ist wie mit allen Sachen, wenn ich alles, was ich auf einmal mache, also wenn ich jetzt anfange, ich will eine Diät machen, von heute auf morgen Kaloriendefizit von 1000, jeden Tag eine Stunde Cardio, obwohl ich vorher gar keins gemacht habe, Krafttraining von 3 Einheiten wöchentlich auf 6 erhöht, so und noch einen Fettburner rein und alles, was geht im Prinzip.
und das fangt ihr an, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr nach hinten raus keine Energie mehr habt. Also ihr könnt das Ganze machen und dann nach 4 Wochen geht es euch extrem scheiße. Das heißt, man muss immer planen und haushalten. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mir einen Zeitraum von 12 Wochen nehme, kann ich natürlich sagen, okay, ich benutze diverse Dinge nacheinander. So, jetzt ist es natürlich schlau, in den ersten 4 Wochen erstmal gar nichts zu machen. Man kann natürlich HGH im System haben, das ist ja auch sinnvoll. Man kann auch mit GA arbeiten und so weiter. Das sind dann die ersten 4 Wochen entspannte Lipolyse. Ihr habt ein Kaloriendefizit, da macht sowieso der Ernährungsplan und euer Training den Job. Cardio ist moderat. Und in dem Moment, wo das Cardio jetzt erhöht wird, da kann ich natürlich auch irgendwann sagen, ey, ich bin schon ein bisschen kaputt nach 6 Wochen oder 4 Wochen oder wie auch immer. Vorbereitung, Körperfett ist schon ein bisschen niedriger, Wasser ist raus, ihr habt schon so langsam Hungergefühl, das Training ist so, und der Alltag ist sowieso schon scheiße, also so. Und dann kann man natürlich anfangen zu sagen, okay, ich fange jetzt mit was mit Kaderin an. Ja, ich gehe jetzt mit Kaderin rein, hole mir da erstmal wieder ein bisschen Energie zurück, unabhängig davon, dass ich stimuliert werde. Und sagt dann, okay, das funktioniert für mich ganz gut, jetzt kommt noch Low-Dose-Clen rein, weil ich die letzten 6 Wochen das Ganze noch ein bisschen hochtapern möchte. Und ganz zum Schluss, wenn es mir wirklich richtig räudig geht, dann benutze ich vor den Einheiten, wenn ich morgens gar nicht mehr aus dem Bett komme, dann vielleicht mal ein ECA-Stack, dann vielleicht mal ein Ephedrin und kombiniere das Ganze dann. Und so kann man sich im Prinzip durch eine Prep hangeln, das heißt, man schaltet nach und nach die Komponenten dazu und hat somit die ganze Zeit eine weitere gute Verbrennung. Gegen Ende werdet ihr nur ziemlich leer laufen. Ne? Also mit allen mit diesen Sachen, mit denen ihr arbeitet, geht es euch halt scheiße. Das ist halt einfach so. Und da muss man natürlich sehr, sehr gut überlegen, wann man diese Sachen wie schaltet, damit das Ganze gut funktioniert. Was wir jetzt nicht gesagt haben, ist DNP gerade. DNP kommt nochmal extra. Mit was man DNP überhaupt stacken kann, das ist dann das dritte und letzte Video. Also ich mache dieses Video, dann kommt noch das mit den Einnahmenschemen, also dass man auch Dinge abwechseln kann. Man muss ja nicht unbedingt sagen, ich mache jetzt 4 Wochen das, 4 Wochen das, 4 Wochen das, so wie ich gerade gesagt habe, sondern man kann auch einfach sagen, ich teile mir das Ganze jetzt auf in zum Beispiel, ich mache 3 Tage das, dann mache ich 2 Tage das, dann mache ich und so weiter. Das ist für viele bestimmt auch sehr interessant. Das Video ist das nächste, was dann rauskommt über diese Reihe. Und dann damit auch das vorletzte und das letzte wird dann DNP sein. Wie kann ich DNP so einsetzen, dass ich es mit Dingen kombiniere, ohne dass es mich komplett fickt? Und das ist das letzte Video, was dann über die Fettburnerei und dann solltet ihr eigentlich alles drauf haben. Wichtig jetzt noch abschließend, wir hatten das Video damit angefangen, dass es unterschiedliche Tagesstrukturen gibt. Wenn ihr morgens nüchtern ins Training geht, achtet auf diverse Sachen. Ich habe schon gesagt, genug trinken, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jetzt natürlich zusätzlich zu den Stimulanzboostern, die ihr noch nehmt, auch noch einen normalen Booster benutzt, dann rechnet bitte das Koffein ein. Ganz wichtig, wenn ihr auf nüchternen Magen das alles feuert, dann wirkt das unheimlich krass. Das heißt, ihr seid richtig drauf. Ne? Also dann vielleicht eher mal eine Portion weniger Shelter nehmen oder wenn man halt die Möglichkeit hat, dann an den Tagen auf Koffein zu verzichten. Ihr habt das in meinen Stories beispielsweise auch schon des Öfteren gesehen, dass ich morgens statt meinem Kaffee, den ich immer dann so aus der Tasse nehme, dass ich da auch mal einen Tee trinke. Das ist immer an den Tagen, wenn ich meistens nüchtern trainieren gehe und dann eben schon einen Booster getrunken habe oder vor dem Training nüchtern einen Booster trinken möchte, um das Koffein ein bisschen zu reduzieren, ist das einfach ganz sinnvoll, da dann auch zu sagen, okay, dann spare ich mir den Kaffee oder ich spare mir halt dann dementsprechend den Booster, wenn ich halt schon eine Stimulanz drin habe, um die Fettverbrennung weiter zu triggern. Was natürlich noch zusätzlich auch extrem wichtig ist bei sowas, ihr werdet durch solche Sachen auch wie Yohimbin, durch solche Sachen wie Clenbuterol auch vermehrt schwitzen und ihr werdet dadurch auch mehr Flüssigkeit verlieren. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass ihr dem Körper Mineralien gebt. Salz, ihr müsst, auch wenn ihr nüchtern ins Training geht, definitiv 1 bis 2 Gramm, je nach Körpergröße, Gewicht und was weiß ich alles, eurem gesamten Intake pro Tag, müsst ihr Salz zu euch nehmen mit ausreichend Flüssigkeit, denn sonst werdet ihr im Training Krämpfe bekommen, es wird euch schlecht gehen und der Körper wird dehydrieren. Das heißt, ihr werdet zu viel Flüssigkeit verlieren und dann danach, wenn ihr eine Mahlzeit esst, auch wieder zu viel Wasser ziehen. Das heißt, ihr braucht eine Balance. Dazu gerne auch nochmal das Salzvideo abchecken. Und damit das Training nicht ganz so räudig wird, wenn ihr nüchtern seid und einen Fettburner drin habt, kann ich natürlich auch empfehlen, Pump-Supplements zu benutzen wie NO Synergy und Citrullin in Kombination. Extrem sinnvoll und versorgt euch im Training dann wirklich ausreichend mit EAAs oder unserem Infuse. Ein sehr gutes Produkt. Ich mache es tatsächlich immer so, weil das Infuse bei euch tatsächlich ein bisschen so auf Kritik gestoßen ist, weil es dann doch relativ teuer ist. Ich mische mir das tatsächlich. Ihr habt hier eine 600 Gramm Dose. Ihr müsst nicht zwingend da irgendwie 30, 40, 50 Gramm von benutzen. Ich benutze immer so 10 bis 15 Gramm von dem Infuse.
dann habt ihr trotzdem die guten Inhaltsstoffe und die sind dann trotzdem zwar niedrig dosiert, aber nicht extrem unterdosiert und macht zusätzlich noch EAAs dazu, dann hat man auch so einen coolen Mischgeschmack. Ich mag das ganz gern und das ist Intra-Workout bei mir immer mit verbaut, wenn ich nüchtern trainieren gehe tatsächlich, weil das gibt nochmal einen guten Energieschub. Das an dieser Stelle nochmal als Empfehlung, wenn ihr nüchtern trainieren geht. Ansonsten macht ihr ja nüchtern erstmal euer Cardio und dann kommen ja die Mahlzeiten ins System. Sollte man, also jetzt muss man natürlich noch überlegen, ob man dann noch zusätzlich mit einem Fatburner arbeiten möchte, wenn man nachmittags trainieren geht. Ja, also es gibt ja auch die Leute, die jetzt nicht morgens trainieren gehen, wahrscheinlich sogar die wenigsten, so wie ich das in meinem Fitnessstudio sehe, ist morgens immer ziemlich leer und abends immer ziemlich voll. Das heißt, die meisten von euch werden wahrscheinlich 16, 17, 18 Uhr ins Training gehen. Sollte ich da jetzt noch krass mit Fettburnern arbeiten? Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, mit HGH zu arbeiten vor eurem Training. Ihr habt auch wieder die Möglichkeit, mit Insulin zu arbeiten vor eurem Training. Da muss man dann immer gucken, ob man vielleicht vom Insulin etwas mehr benutzt, als man Intra-Workout an Kohlenhydraten trinkt im Verhältnis. Da muss man aber seinen Körper kennen und auch wieder ein gutes Protokoll haben vom Coach. Also bitte nicht auf eigene Faust irgendwas machen. Immer, wenn ihr da irgendwie unsicher seid oder so, dann lieber nicht machen oder von Leuten halt Pläne befolgen, die halt Plan davon haben. Ansonsten kann man natürlich auch mit Kaderin wieder arbeiten. Man kann Kaderin sehr gut vor dem Training benutzen, abends, wenn man jetzt trainieren geht, weil es halt kein Stimulant ist. Und die zweite Dosis Clen geht natürlich auch. Das heißt, wenn ihr jetzt morgens, also Beispiel, ihr nehmt 80 Mikrogramm Clen am Tag, dann könnt ihr jetzt morgens 40 bis 60 nehmen und vor dem Training 20 bis 40. Und dann seid ihr eigentlich schon ziemlich safe in der Kombination. Extreme Stimulantien würde ich dann abends nicht mehr benutzen, also ein ECA-Stack oder auch Yohimbin würde ich abends nicht mehr benutzen. Einfach nicht so angenehm. Man kann Yohimbin abends benutzen, natürlich, man kann das zum Beispiel auf 2x5 Milligramm oder auch 2x10 Milligramm von mir aus oder sogar 3x5 Milligramm oder 3x10 aufteilen, je nachdem wie viel man davon ab kann. So ist auch meistens die Dosierungsempfehlung. Ich persönlich kann es nicht ab, ich bin da ein bisschen zu weich gespült, mir geht es damit nicht gut. Aber das müsst ihr natürlich auch selber ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, worauf ich verzichten würde, wären halt DMAA-Booster. Die MBA-Booster, die MHA-Booster, alle Sachen, die damit was zu tun haben. Und natürlich auch Ephedrin und deren Stacks sozusagen. Das sind so die Sachen, die ich vermeiden würde. Extrem hohe Koffeinmengen gegebenenfalls auch, sei denn eure Toleranz ist ziemlich hoch. Und dann hat man eigentlich auch schon seinen kompletten Stack über den Tag. Wenn man es jetzt so macht, beispielsweise, dass man nach der ersten Mahlzeit trainieren geht, das mache ich oft auch so, dann würde ich die Fatburner einfach morgens nehmen und dann vor dem Training nach der ersten Mahlzeit eine Stunde später nochmal einen ordentlichen Booster nehmen und dann ist man eigentlich den Tag über safe. Den Nachmittag kann man noch immer gut runterkommen, hat im Vormittag schon genug verbrannt, hat sein Soll erledigt und ist dann eigentlich soweit safe. Ob man dann noch eine zweite Portion Kaderin nimmt, wie gesagt, man braucht es nicht wegen der Halbwertszeit, kann man aber machen. Wichtig, ganz wichtig, genug trinken, Salz, das ist die Quintessenz. Generell, wenn ihr mit Fettburnern arbeitet, weil ihr sonst einfach zu wenig Flüssigkeit im System habt, der Pump geht weg und dementsprechend funktioniert euer Körper auch nicht mehr so gut und wir nehmen das Kidney natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen für die Nüsse, weil genug trinken ist für die Nieren einfach am wichtigsten. So, an dieser Stelle hoffe ich, ihr habt schon einiges kapiert. Es gibt wie gesagt noch andere Einnahmeschemen, die kommen im nächsten Video. Also zwei Videos in der Fatburner-Reihe kommen noch von den Stacks sozusagen. Das war jetzt hier das erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Liken, teilen, abonnieren, Glöckchen anklicken, damit ihr immer wisst, wenn ich ein neues Video rausbringe oder auch eine neue Folge Stack Attack kommt. Mike und ich werden demnächst wieder drehen, da kommen wieder neue Folgen. Kommt auch sehr gut an bei euch, finde ich echt cool. Und ansonsten unterstützt mich gerne bei meinen Affiliates. Dies findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.